Hallo und herzlich willkommen bei Maputo LPs. Und ihr seht hier schon eine Frau mit Motorradhelm und einem grünen Hemd und einer Axt auf dem Rücken über eine Straße rennen. Und hier kommt kein Auto, hier ist absolut unberührte Wildnis. Da kann man doch nur denken, das ist das verlassene Russland. Richtig. Herzlich willkommen bei Let's Play DayZ. Mit mir, dem Nils. Mit dem Johnny. Mit dem Johnny. Hallo. Und mit dem Mirko. Hallo. Der Marc, der hat das Spiel noch nicht. Johnny. Ja. Bist du noch ein Kamenka? Ja. Okay. Also, ich bin jetzt gerade dabei, den Johnny zu finden. Bei Mirko wissen wir, wo er ist. Da laufen wir uns jetzt gleich alle dann entgegen. Und dann versuchen wir zu dritt zusammen zu überleben. Essgeräusche. Ah, ja, genau. Als erstes werde ich mal Johnny zusammenschlagen. Ja, leicht, dass ich von dir. Würde ich nie verzeihen. Herzlich willkommen in Kamenka. War ich da nicht schon eben? Ne, da war ich noch nicht. Das Nils, an der Küste. Ja, an der Küste. Muss ich weiterlaufen? Ja, okay, einfach. Jetzt bin ich da am. Durch die. Am Hafen. Durch die Stadt durch und dann einfach weiter. Einfach weiter. Ja, ich lauf einfach durch den Hafen. Johnny, wo? Links am Wasser. Was? Ich bin auch im Haus drin, in Kamenka. In welchem? Dann komm auf die Straße. Trotzdem, wollen wir das auf der Straße klären oder was? Ja, auf der Straße. Alter, das klären wir draußen. Komm her, Alter, ich zieh meine Axt, ey. Nils, welche du mein... ungefähr für Kräne eigentlich in Chernobyl sind? Raumzieher. Weil hier. Wie lustig. Ey, du hast ja einen Rucksack. Ich hab einen Rucksack. Geil. Stark. Warte, so. warte, ich hab was schön. Ich kauf was Schönes für dich. Was denn? Kann man eigentlich auch Auto fahren? Hallo? Ja, später irgendwann mal. Ich hab Auto. Soll nächstes Jahr kommen. Was hast du für mich? Oh, ein Dosenöffner! Hallo, Dosenöffner? Geht doch. So. Das Problem ist. Also, Nils, ne? Ich laufe jetzt durch den Hafen. Links immer noch am Wasser. Also, gleich kommt nochmal Küste. Da laufe ich weiter. Ja. Okay. Nee, Johnny, behalte du die Dosenöffner. Warum? Weil ich keinen Platz habe. Oh, schön. Und denn. Wenn man Dosenöffner brauchen. Wenn einer von uns Hunger hat. Ich hätte offizielle Dosenöffner. Ja, du bist der offizielle Dosenöffner. So Leute, die Stunde machen wir eine Aufnahme, genau. Die Aufnahme machen wir jetzt eine Stunde lang. Das ist dann so das kleine Endlich DayZ Special. Und oder hoffen wir mal, dass wir nicht machen. Eine Stunde uns nur suchen. Achso, Nils, jetzt mal, dass wir es direkt finden. Was ich schon mal sagen wollte, ne? Ich bin beim Silvester-Special doch nicht dabei. Warum nicht? Weil ich bestimmt ziemlich müde werden sein werde. Weil wir nicht Silvester 3 Tage lang durchfeiern. Also ab dem 29. Pussy. Werde ich 31. ziemlich müde sein, früh. Da ja, also manche. Da ja manche nur vormittags können. Wie Max zum Beispiel. Dann machen wir halt, weil ich habe am 31. auch nicht so viel Zeit. Weil ich mich da mit Kumpels treffe, dann. Von daher würde ich jetzt mal sagen, dass wir dann eben das Silvester-Special ein paar Tage vorher aufnehmen. Könntest du jetzt auch die eine Stunde als Silvester-Special nehmen? Nee, das ist machen wir, wenn eine Marke bei ist. Wir könnten das eigentlich theoretisch morgen machen. Morgen habe ich auch keine Zeit. Morgen habe ich mein Oma Geburtstag. Und wann hast du Zeit, Sonny? Weil 28. ich fahr... 28. Ey, das wäre morgen. Ich hätte morgen Abend Zeit. Oh mein Gott, wir haben echt schon bald Silvester, Mann. Was ist denn das? Ja, bei mir ist vor eine halbe Stunde erst im Verlauf gekommen. Ey, Johnny, ja, das meine ich doch. Da können wir doch neues Video machen. Special. Ja, morgen. Bin ich, bin ich da. Morgen Abend am besten. Ja, gut. Ah, ja. Machen wir. Da kannst Nils ja einfach am Silvestertag der PC anmachen und hochladen. Fertig. Jo.
Lol, Johnny, das war ja gerade ein richtig übler Bug. Warum? Hast du auf einmal vor mir gestanden? Obwohl die ganze Zeit. Ach so, Nils, ne? Ja. Im Tomb Raider Video sieht man den Bug. Ja? Ja, man sieht ihn. Und dann hinter dem Bug ist ja eigentlich kein Bug und dann findet die Lara, also ich finde ja ein Lager, wo verlassen war, ne? Und das Feuer, wo da ist, ist eigentlich aus und das Holz, wo drin liegt, ist schwarz. Aber wo ich dort ankomme, brennt das Feuer und daher macht, ist das einfach nur richtig geiler Bug, die zündet dann nachher das Feuer an, ne? Mhm. Und das Feuer ist aber einfach schon an, ne? Das ist, warum das doch gebackt hat, weiß ich jetzt immer noch nicht. Ich laufe immer noch Küste entlang, ne? Ja, ja, machen wir auch. Bist du direkt am Wasser, oder? Direkt am Wasser. Gut. Johnny, weiter nach rechts. Gut, wir sind schon mal weiter nach rechts, das ist gut, weil nämlich ich muss weiter nach links, dann darf man, müssten wir eigentlich gleich. Ich darf jetzt. Wie darf jetzt? Komm ich direkt an und schlag Johnny. Puff. Boah, Hauptsache, also jetzt nix, kein Vorurteil, was dunkelfarbige angeht, ne? Aber der Johnny, der zieht hier weg. Also Johnny, also ich hab mir einen Mann, weiser Mann. Ja, ich hab mir auch eigentlich einen weißen Mann erstellt. Hab ich eigentlich auch, nur dann war ich auf einmal eine japanische Frau. Bist du weiter mal, bleib mal stehen. Dem bleib ich, weiter rennen. Was denn? Kannst du irgendwie deinen Helm absetzen? Also, Nils, das ist mal gut, wenn du weiter nach rechts sagst und ich weiter müssen, dann muss ich natürlich weiter nach links. Ja, du bist jetzt wieder eine asiatische Frau. Bin ich nicht. Wie macht man... Doch, bist Nils, du. Bin ich nicht. Macht man Charakteransicht. Doch, bist du. Enter. Enter. So, jetzt muss hier aber noch irgendwo mein Helm liegen. Der ist runtergeschmissen. Ja, hab ich. Mit Charakteransicht oder mit... Mit Charakteransicht, also mit Ego kann ich... Ah, da ist er doch. Mit Ego-Perspektive kann ich in dem Spiel echt nicht. Ohne Scheiß. Kann dir ein T-Shirt besser mit Ego-Perspektive. Also ich bin immer noch links. Hallo. Am Wasser, ne? Ganz nah am Wasser. Ich hab Boot gefunden. Wir können fliehen. Komm. Wir gehen mir holen. Ich hab Durst. Ja. Ich hab noch, warte, 10% in der Wasserflasche. Ich hab Hunger und Durst. Hunger, gegen Hunger, weil kann ich was machen, warte mal. Gegen Hunger kann ich was machen, toll. Jetzt hab ich dir gerade die Sardinen hingeworfen, ey. Ich glaube, ich hab gerade den Zombie gehört. Ne, du, Johnny. Boah, oh Scheiße. Ne, das sind die Essgeräusche von unseren Charakteren. Geh mal. Mein Gott, LBN Never Age Speedcall. Was heißt eigentlich dieses Dursty? Das halt heißt durstig. So. Durstig. Durstig. Sorry. Ich finde das da ein liegt bisschen übrigens doof gemacht, dass es mit der realistischen Zeit zusammenläuft. Das ist ein bisschen dumm. Dass du, wenn du jetzt deutscher Server spielst, ist ja die ganze Zeit dunkel. Warum dumm? Warte, Karl. Er läuft ja immer noch rechts am Wasser, ne? Nein, wir stehen gerade am Wasser und trinken ein. Johnny? Ja? Geh mal Dosenöffner. Und behalt mal die Wasserflasche dann gerade. Ach, es gibt doch nicht. Also ich laufe immer noch links, ne? Dosenöffner. Mein Gott, das ist ja immer blöd, dass man sich das so kann. Ich habe gedacht, wenn man Freunde guckt und dann eine Server geht, dass man genau bei denen auch in der Nähe, ja, also genau dort spawnt. Nee. Das ist immer doof gemacht, dass man so weit weg spawnt. Dankeschön. Was denn? Mein Gott, hat's mein Grafikkarte bald mal? Und aber ändert die bisschen die Farbwand. Bei einem selbst hören sich die S-Geräusche aber nicht so extrem an, ne? Nur bei anderen. Erstmal die Sardinen hier weghauen, Alter. So. Und riecht immer nicht mehr. Wir können. Ja, ich bin zwar immer noch durstig, aber naja. Ich bin auch immer noch durstig, von daher. Ja, ich bin auch durstig. Mehr Wasser lieber nicht trinken, ist Salzwasser, dadurch wird man nur noch durstiger. Dann gebe ich euch da draußen jetzt alle mal einen kleinen Tipp. Ich find's auch einfach nur richtig geil, so mal, dass Dayset jetzt ein eigenes Spiel gemacht hat, nämlich dass man so Mod und. Auch wenn die mal reale Zombie-Apokalypse hat, kein mehr Wasser trinken. Ich sehe DayZ als Simulator, ja. Da
Das ist so die virtuelle Vorbereitung auf die Zombie-Apokalypse, die in geraumer Zukunft eintreffen wird. Das sag ich ganz ehrlich. Und die sind eh geschützt, weil wir haben The Last of Us gespielt. Genau. Ich habe schon so ziemlich alles mit Zombies gespielt. The Walking Dead bin ich gerade noch am Let's Play. The Last of Us gespielt. Ja, ich habe jetzt nur Fallout bei einem 3 und Fallout New Vegas. Ich habe bei einem Freund. Es war kein Zombie-Spiel, aber eher so. Aber trotzdem mit einer Apokalypse, ja. Und wir sind in Call of Duty Zombie Mode bis Stufe 20 gekommen. Yeah. Toll. Ich habe. Das ist natürlich das Ich habe bei einem Freund nur mal Beyond Two Souls gespielt. Das ist auch, finde ich, ein richtig geiles Game. The Last of Us, Beyond Two Souls. Einfach allein schon. Ich verliere gerade die Serververbindung. Hä? Weil hier ist unten so ein rotes Verbindungsverloren-Ding. Ja, das kommt ja, ab das und zu. Kommt ab und zu. Aber die rote Kette, die gefühlt. Das Junge, ich bekam schon Panik. Hallo Johnny, der Server ist in Großbritannien, was erwartest du? Alpha. Alpha. Genau. Ach so, ja. Da, jetzt habe ich die rote Kette auch. Bin schon ziemlich froh, dass man nicht über Steine fliegen kann, wenn man darüber rennt. Ich laufe einfach rechts die ganze Zeit am Wasser vorbei. Ich mal lauf links. Da müsste man uns eigentlich so langsam treffen. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Also aus Tscherno bist du schon raus, ne? Ja. Denke ich mal. Ja. Ich glaube, also wir sind jetzt gleich in Komarovo. Was? Erst? Da vorne ist einer. Mirko? Bist du das? Ich bin vielleicht ich. Bist du das? Mal einfach rein. Ja, das bin ich. Hallo! Mirko! Hallo! Yeah! Endlich! Alter! Gott. Johnny? Johnny? Ach, der Turm. Bäh, Alter. Endlich. Maputo LP endlich, vereint. Mein Gott. Ja, eins. Geh weg. Ups, ne, jetzt hab ich's wieder weggemacht. Ups, also. So, Leute, wo gehen wir jetzt hin? Keine Ahnung. Was zu trinken? Was zu trinken suchen? Ja, ich brauch was zu trinken und was zu essen. Warte. Irgendwo einen Fluss suchen. Oder so. Ja, lauf du mal vor, aber rennen wir nicht so schnell. Nee. Ich glaube wirklich, je mehr man rennt, desto mehr Durst bekommt man, glaube ich auch. Ja, weil. Mein Snowmatch. Irgendwo hier in der Nähe muss doch mal ein Fluss sein, oder? Wo ist Johnny? Hä? Der steht da. Der steht da. Hinter dir. Nein, bei mir steht er nicht. Hä? Bei mir steht er nicht, da steht nur Nils. Nils, spring mal. Ja. Das ist Nils, vorhin habe ich kurz Johnny gesehen, aber jetzt ist er irgendwie weg bei mir. Hä? Ich bin jetzt verarscht, Johnny? Alter, ohne Scheiß. Die Map ist einfach viel zu groß. Vielleicht kommt er noch hinzu oder so, keine Ahnung. Jetzt erstmal was. Johnny, siehst du mich und Nils? Ja. Lol, wieso zieh ich dich nicht? Johnny, ist das so stehen? Komm mal, denn ich stehen da, wo ich stehe. Warte mal, hier ist erstmal was. Bist du da? In der Nähe von... Extremely hungry. Hat jemand was zu essen? Ja. Ja, ich hatte was. Ist aber gerade ja geworden. Warte. Hab hier nur ein paar Sardinen für dich. Muss kurz warten. Alpha und so. Du weißt. Also, ich würde jetzt sagen, in der Nähe von Tscherno... Was muss ich drücken? Tab. Bei mir ist eine Umgebung, Nick. Ja, gleich. Kommt gleich. Also. Doch, die liegen da. Ah ja, ich seh's hier gerade. So. In der Nähe von Tscherno sind zwei Seen. Da könnten wir bestimmt draus trinken. Wäre ich dafür, dass wir jetzt wieder Richtung Tscherno laufen. Wie? Schon wieder Trick? Wie bekomme ich eigentlich die Sardindose auf?
Die geht bei mir nicht auf. Dosenöffner auf die Sardinendose ziehen und dann Can Opener. S. Nee, da wusste ich bei mir nicht. Erstmal gediegen. Noch Hunde essen. So, bin aber immer noch durstig. Oder wir gehen nochmal da hinten in die neue Stadt. Können wir auch gerade übers Flugfeld. Wenn wir schon dabei sind. Mann, ich will meine Axt wieder. Tja, neidisch, hä? Ich hab so wenig gehabt, die scheiß verfickten Axt. Und dann bin ich verreckt. Ich hatte vorhin alles. Ich hatte vorhin alles. Und dann bin ich vom Krankenhausdach runtergefallen. Johnny, mal fertig, oder? Ich bei mir nicht. Bei mir wechselt ja dann immer den Platz von. Johnny steht jetzt hier, oder was? Boah, hast du gerade. Thunfisch? Ja, für Thunfisch. Für Thunfisch brauchst du keinen Can-Opener. Ja, der geht aber trotzdem nicht auf. Hä? Jetzt bin ich 5. Ja, Mirko frisst erstmal noch die Sardinen. Yum, yum, yum. Hat jemand was zu trinken? Nein. Wir haben zwar eine Wasserflasche, die man nochmal auffüllen kann, aber hier ist nirgendwo ein Fluss. Okay, dann brauchen wir jetzt einen Fluss. Oder aber auch irgendwas. Ich habe jetzt die Dose in der Hand. Ja. Warte kurz, ich muss mal noch kurz das Guckenbeit. Achso, ich würde die Maus, das passiert aber nicht. Dann drück mal das Mausrad. Warte, da passiert nichts. Ja, gib mal die Dose. Johnny. Warte. Kann die auch nicht wegschmeißen, die Dose. Hä? Sicher. Jetzt konnte ich sie wegschmeißen. Warte. Da, genau vor dir. Ja, jetzt hol die mal wieder. Bleib mal kurz da stehen. Jetzt ist sie nämlich geöffnet, ne? Arsch. Es ist offen. Tja, siehst du, alles nur hier. Du weißt, ne? Ja. Reine Kopfsache. Geht nur, wenn man einen Motorradhelm auf hat. Einfach immer den Kopf drauf geschlagen oder was? Ein Motorradhelm, wo dann hinten so der. Wo dann hinten noch die Haare rausgucken, ne? Ja. Sau cool. So, Leute, wo gehen wir jetzt hin? Wasser. Ja, Wasser, toll. Wenn du mich jetzt nur einmal schlägst, ne? Alter, ich hau dich mit der Axt so weg. Ja, Johnny hier mit dem Schraubenzieher, ne? Ich seh Johnny nicht. Jungs, dann... Dann lass... eigentlich schade, wenn ich dich schlage? Lasst Richtung Tscherno. Auf Richtung Tscherno. Ja, ich wollte gerade sagen, fliegt da oben ein Flugzeug, aber das war ja nur ein Vogel. Ich bin direkt in der Nähe zu deiner Fettaxt, Alter. Zacka. Oh, Scheiße. Kann man hier in dem kleinen Wasser hier nicht auffüllen? Nee, das ist auch mehr Wasser. Kann man mal kurz stehen bleiben? Kurz. Oh, warte schön. Video. Ach, das ist doch gleich ein bisschen höher. Nee, kannst hier echt gar nichts trinken, ohne Scheiß. Doch, bei mir steht Twin Quarter. Ja? Ja. Wie trinkt man? Ich bin aus der Water from the pond. Jetzt, wie trinkt man? Einfach hier
Am besten mit Ego-Perspektive in Wasser gucken und dann Mausrad. Ja, jetzt macht ja, mein Durst ist jetzt aber weg. Wie macht man noch Ego? Enter. Trink also, Water. Was muss ich dann nochmal drücken? Mausrad. Ich tue gleich mal die Wasserflasche füllen, ne? Ja. Also mein... Trink someone rubber from the bun. Also mein Durst ist jetzt gestillt. Muss ich das gedrückt halten, ne? Nee. Wie lange dauert das? Geh mal in dein Inventar und dann siehst du, ob oben noch irgendwie thirsty oder so steht. Wenn das nicht mehr steht, dann... Also ich bin nicht mehr durstig. Ja, ich auch nicht. Für mich steht immer noch thirsty. Ja, dann trink du weiter. Drink water. Wir brauchen Steine. Warum? Weil ich habe schon mal Wooden Sticks gefunden. Lagerfeuer. Wie lang dauert das? Ja. Nice. Das verbessert sich gerade. Ja, es verbessert sich gerade. War denn's rot? Meins? Ja. Ja, ein bisschen. Oh. Mirko war kurz vorm Verdursten. Jetzt sind wir aber hier voll die Gang, Alter. Ohne Scheiß. Wir laufen jetzt hier zu dritt. Zwei Weiber und ein Kerl. Kann ja kurz Optionen gehen, ne? Der trinkt ja weiter. Wenn ja, du curse von Kapmer. Nein. 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 Einfach nein. Einfach nein. Was du wieder denkst, Johnny, ey. Ohne Scheiß. Weiß einer nicht weiß, was du curse von Kap ist? Nein. Nein. Ups, bitte nicht nach. Niemals, ey. Ohne Scheiß. Niemals. Ihr wollt es persönlich selber nicht. Wenn ihr zumindest mal ein bisschen wissen wollt, worum es da geht, stellt euch einfach vor, wie einer Schokopudding frisst und dann denkt, es kommt eigentlich irgendwo anders daraus. Und dass das dann zwei Frauen machen. Dann, ja. Hab zwar gestern schon gekotzt, aber gut. Mirko! Ja, das trink doch mal. Wie komm ich aus dem Ding, aus der Sicht wieder raus? Enter. Zum vierten Mal. Ja, aus der Ego-Perspektive wieder. Enter. Aus dem Crouch. G. C, du Idiot. Ich hab G. Ich hab C. Ich hab G. So gut, laufen wir weiter. So, nee, Moment. Wenn ja jetzt aber unser Durst gestillt ist, dann können wir... Wo geht man jetzt hin? Irgendwo plündern. Irgendwo. Warte mal, ich guck mal auf die Straße. Wenn wir jetzt weitermachen bei Lothar laufen. Ja. Auf das Flugfeld. Ja. Genau, also dahin. Nach Lothar und dann zum Flugfeld, alles klar. Wieso wird das höher gestellt? Was denn? Was? Die 3D-Perspektive. Was für 3D-Perspektive? Du kannst 3D-Perspektive verbessern. 3D-Darstellung. Die Optionen und dann konfigurieren, dann Video und dann steht da Darstellung Auflösung. Und wenn du mit deiner Maustaste hin auf den Pfeil lange drauf bleibst, dann steht da 3D Darstellungsauflösung. Wenn sie ganz hoch stellt, dann hast du glaube ich Megalex. Kein Plan, was du meinst. Egal, weiter. Los, lauf. Die Johnny irgendwie immer noch nicht, aber naja. Erstmal auf der Straße. Ich lauf mal hier das kleine Gebäude hier lang. Hier drin. Wir tun mich. Da, warte mal, hier ist so ein Gebäude, warte mal, ich muss sagen. Was geh ich in die Schlägerei? Schlägerei! Ah, das ist Johnny. Was, der geht denn ins Haus ran? Ja. Warte mal. Wartet mal. Na doch mal. Auch hin. Komm, wir gehen mal hin zum Johnny. Johnny, was machst du? Da hochgeklettert. Wo hoch? Da hier hoch, der Steg da von da unten da hoch. Weißt du, wo du bei mir rumläufst? Nee. Wieder bei dem Ding, wo wir gerade getrunken haben. Da läufst Echt? Du gerade. Ja. Hä? Und zwar auf der Stelle. Echt? Ja.
Ja, kommt um euch herum. Nee, komm mit denen ins Haus. Weil ich will dich nicht verlieren. Ich bin gefallen. Ja. Mein Charakter kann. Ach, ich laufe ich jetzt unten lang. Du läufst bei mir immer noch auf der Stelle. Ich bin gerade genau in, fast in den Haus drinne. Mein Dover jetzt, Char. Ich stehe jetzt genau vorm Mirko. Tja, Alpha, ne? Alpha. Beide. Von dem Haus ist nichts drin, Johnny. Und Mirko läuft. Dem Haus war ich schon. Läuft im Boden lang. Nee, bei mir nicht. Du auch. Das passiert ab und zu. Warte kurz denn jetzt. Kannst du mal die Tür auflassen? Also in dem Haus war nichts drin, ich brauche eine Axt. Ah, Johnny, da bist du ja wieder. Jetzt laufst du nicht mehr auf der Stelle. Mit. So, ich würde jetzt mal sagen, auf geht's. Weiter. Nach Balota. Das. Ist das jetzt schon Balota? Keine Ahnung. Ahnung. Ja, das ist schon Balota. Balota. Einfach durch Balota durch, dann müssen wir irgendwo. Ist so schräg durch Balota durch. Etwas leicht. Ja, das Balota. Rennt aber auch wieder, ne? Hä? Die rennt aber auch wieder, ne? Standard? Ich hab durch eine Chaos-Zeitung gepackt. So. Die Plünderer sind hier. So, Jungs, jeder nimmt sich ein anderes Haus vor. Wo ist Johnny? Ja. Johnny. Ja. Wo bist du? Bin gerade im Balota. Also ich bin bei Nils. Ah, da ist er. So, wo seid ihr? Das war. Jeder nimmt sich ein anderes Haus vor. Also ich hole das hier. Ich nehme das hier. Okay. Wenn jemand was gefunden hat, Johnny geben, der hat einen Rucksack. Alles da. Wenn ich verpaust, dann alles und gebe euch da. Mach ich mir die Tür zu. Leck mich. Ja, dann wäre ich das da. In meiner Umgebung ist nichts. Ich will das Haus. Hier schon mal nichts drin. Wow, ein Hammer. Ja, Hammer, Alter. Den kannst du mir gönnen. Mit einem Hammer kannst du nicht schlagen. Oh, geht nicht. Du bist in dem Balota. Also, ich glaube, in dem Storehouse ist nichts drin, oder? Da geht's noch weiter hoch. Ja. Stark, wie ich gegen die Hauswand laufe. Hier ist einfach nichts. Hier warst du kurz durch dieser Lagerhalle, ne? Ey, das ist die Lagerhalle, wo vorhin drin war, Nils. Hä? Ja. Ja, ich weiß. Also bei mir im Haus ist mal nichts. Nichts, bist du immer noch in deinem Haus dran? Das habe ich schon längst fertig. Ich habe schon das Haus hier jetzt auch gemacht. Arscher. Geh du in das Rote. Okay. In dem Haus war schon einer. Schön tusch die Tür gebackt. Alpha. Und an alle, die es wissen wollen, kauft euch jetzt Dayset. Wenn ihr es euch auf jeden Fall holen wollt, holt es euch jetzt. Weil, klar, es ist noch eine Alpha, es sind noch verdammt viele Bugs drin. Aber es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden. Es wird auf jeden Fall besser. Und ja. Billiger wird's nicht. Billiger wird's nicht. Hä? Ich war kurz auf dem Plumpsklo. Er musste. Bist du in dem einen Haus drum, wo die Tür steht? Nee, ich bin jetzt in dem nebenan. Ah ja, ich sehe ab. Ich geh nicht, ich hab jetzt keinen Bock, dass man es wieder verliert, ohne Scheiß. Das ist eigentlich unnötig, dass wir hier jetzt gucken, weil.
War das... Ne Quatsch, das war ja auf dem anderen Server, wo wir die Häuser hier durchsucht haben. Ah, du bist jetzt da dran, ich seh dich. Hallo. Hallo. Die Schuhe sind ja mal unnötig. Was liegt denn hier? Ah, so Tabletten, um das Wasser zu reinigen. Das können wir gleich in Johnny ge... Oh, Bohnen! Bohnen! Jackpot! Bohnen! Bohnen! Unser Leben ist gerettet! Bohnen! Bohnen! Oh, eine Karte! Karte! Karte? Oder? Karte? Man Buch. Ist das. Wahrscheinlich ein Buch. Toll. Brauchen wir das? Nee. Gleich wieder weg. Welchen Haus bist du drin, Nils? Bist du wieder raus, Nils? Ja. Johnny kommt zur Kreuzung und gehen wir jetzt aufs Flugfeld. Na ist denn, ihn irgendwie also. Johnny immer noch nicht. Soll ich mal Relock machen? Ja, dann waren wir gerade hier. Wer hier wieder gespawnt, ne? Ja. Geh im Flugfeld zu den Turm, wo ich vorhin drauf stand, ne? Hä? Geh so ein Flugzeug zu den Turm, wo ich vorhin drauf stand, ne? Ja. Oder warte mal, du stichst oder ich stell mich einfach neben dir. Jo, wäre besser. So, wo war jetzt das weg, hä? Wo war das? Wo war das, ne? Wo war's? Wollen wir das selber nehmen? Tabletten. Geh auf Freunde und dann. Ja, ja, ach so, genau, Tabletten. Oh. Sorry. Ja. Ja. Mein Gott. Übergabe. You know. Übergabe erfolgreich. Beitritt zum Spiel, warten auf Host. Albert und Johnny, Albert und Never, Albert und Scorpion. So, alle die Steam haben, kennen jetzt unseren Namen, ihr könnt mit uns zocken. Ey. Siehst du mich jetzt so? So, Jungs. Jungs. Warte kurz, warte kurz. Ah, oh, das ist jetzt geil. Alter, dein Charakter sieht total traurig aus, Johnny. Ne? Ich weiß, ich habe meine Familie verloren. Das sind alles Zombies. Wer nicht? So, Jungs, auf, Flugfeld. Stopp, jetzt habe ich. Wegen Tier werden wir alle sterben. Ja, genau, Johnny. Ja, wegen, wenn der Herde Zombies was kommt, da eigentlich schon wieder? Wir wollen abhauen, du sagst, ey, warte. Jetzt bin ich erstmal hin. Kann ja noch eine Stunde dauern, eher schon fertig ist. Jetzt können wir wieder, oder? Jo, jetzt können wir wieder. Auf, okay. Johnny, jetzt... steh auf. Ey, yo, relax, Don. Komm. Gott, wo ist denn jetzt? Flugfeld. Crouching. Wie macht mal hinlegen? Y. Dun, 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 dun. Wo bist du jetzt? Besser mal gecrouched bleiben, ne? Warum? Bin doch keine. Ah, das macht Nils auch. Noch keine Soldaten. Ja, ich mach das immer, weil wir jetzt einen Haufen Häuser reingehen. Und dann ist besser, wenn. Also ich find's dann besser. Was ich mach besser die jetzt so. Cargo-Hosen, ja geil! Hier ist nichts dran. Da ist auch nichts dran. Ja, die Bugs bei dem Game sind einfach noch ein bisschen Hammer, wenn man mit der Lampe durch ein Haus geht und auf eine Wand leuchtet, dann sieht man das in einem anderen Raum auch noch. Zombie. Wo? Ich habe Zombie gehört. Nee, gibt, der ist raus. Gibt immer noch Dings. Unsichtbare Zombies, die hörst du, siehst du aber nicht und die greifen dich auch nicht an oder was weiß ich. Johnny, also, wo bist du? Ich bin gerade bei den einen Turm dann. Bei welchem? Auf dem Flugfeld oder? Über dem Flugfeld rüber. Ah, okay. Achso. Mirko, geh du in das da drüben rein, ne? Press erstmal was. Was haben wir denn hier? Black Jeans. Black Jeans. Black soll ich die Schuhe wechseln? Deine Entscheidung. Ich hab meine Schuhe gewechselt. Was ist denn das? Na, das ist nix. Bin in den einen Turm drin, wo die Tür zu ist. Ah, oh, das ist ein... Oh, ein Schrank hat hier. Oh, ohne Scheiße.
Sonst habe ich die Zimmertür zu gemacht. So, das macht jetzt kein viel Sinn. Oh, was geht denn hier? Nein. Was? Eine... Boah. Eine grüne Hose? Mirko? Alter, aber Rucksack, oder? Was? Nee, doch nicht. Ja. Doch, ich habe Hose mit mehr Packs. Ja, Cargo-Hose. Ich hab... Green Cargo. Ja, Cargo-Hose habe ich das auch. Das ist gut. Andere Hose. Ich gehe gerade mal in den Hangar rein. Achso, Mirko, ich habe gleich eine Mütze für dich, ne? Falls wir uns nochmal sehen. Ja. Falls wir uns nochmal sehen. Was für falls wir uns nochmal sehen, was wünschen wir jetzt, Johnny? Das ist ja nie besser oder schlechter. Jungs, ich weiß nicht. Ja. Weiter runter zum Flugfeld, ne? Da unten ist dann ein Militärstützpunkt. Wo? Wenn man jetzt weiter wo bist denn du überhaupt, Mirko? Ja, in dem einen Haus. Ja, dann komm mal raus und komm mal zu uns. Ja, hey, ich glaub, du in den Lauf. Wir sind ja selben Schwestern. Bleib mal kurz stehen. Lauf, Forrest, lauf! Ah, Hunger ist wieder ein bisschen rot, ne? Rot? Was? Leicht rot. Warte kurz. Warte, Mirko, bleib doch mal stehen. Ich hab Bohnen hier für dich. Und ich hab eine Mütze. War rote Mütze, aber rote Mütze. Da, hier, Mütze. Mirko, Mütze, 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 neben Mütze. Lass den doch erstmal essen. Nein, erst Mütze. Irgendwo hat's gerade geklopft. Mit einer Mütze an. Ey, warum kann ich das jetzt hier? Ey, das ist ein anderer Spieler, anderer Spieler, anderer Spieler. Eingenommen. Na da. Are you friendly? Okay, gut. Der ist in Ordnung. Okay. Kann die Bohnen nicht aufheben? Was ist denn Bullshit? Ich bin kurz auf gerade. Ah, jetzt hab ich's. Ja, gut, okay. Der Mirko, der ist noch. Ah ja, natürlich! Hallo, du sollst essen. Oh. Ah, Jungs, und wenn er irgendwo dann mal noch ein T-Shirt sieht, ne? Immer aufheben. Beziehungsweise, in. Wie heißen die Dinger? Rex? Ja, Rex. In Rex umwandeln, weil dann könnt ihr euch damit bandagieren, wenn ihr mal eine Wunde habt. Alles klar. Ich muss kurz jetzt gucken. Ist das jetzt. Boah, was macht denn der Johnny jetzt, ey? Da ist erstmal so die Einstellungen besser. Und anderen. Ja. Mach mal kurz. Ja, ja, Leute, so ist das bei uns. Eine Stunde Dayset. Wieder da. Was macht Johnny? I don't know. Guck mal. Ja, ja, das ist auch gleich fertig. Perfekt. Da spielen die anderen Spagos Borderlands, Borderlands, DayZ. Und oh, das ist Johnny. So, ich spiele 8. Wir sind schon, 6 online gerade. Schon cool, dass selbst ein weiblicher Charakter hört sich nach einem Kerl an. geil. Nee, nicht so geil. Okay, das ist jetzt. Ja, was machst du denn jetzt? Ich umkreise euch. Ich seh's.
Wie machst du die Rolle? Mit E und mit Q. Ey, push mich mal nicht weg. Unbearable. Boah, Alter, wieso bist denn du so schnell? Weil ich krieg Axt in der Hand an. Ach so ist das. Ich soll jetzt den Fernseher aufbauen? Dein Ernst? Ja. Okay, warte, ich beeile mich kurz, ne? Solange Johnny noch weg ist. Gib Gas! Jo. Falscher Zeitpunkt gewählt, um das 1-Stunden-Video aufzunehmen, Leute. Sorry dafür. Ja, egal, wir haben hier noch ungefähr 2 Stunden. 2 Stunden. 20 Minuten haben wir noch ungefähr. Wir gehen dann jetzt noch zum Militärstützpunkt da hinten. Schauen uns mal noch den Hangar hier an. Das Gebäude. Und da hinten noch so ein paar Gebäudelchen. Dann gehen wir zum Militärstützpunkt. Und dann war's das, glaube ich, schon für heute. Außer wir haben da noch ein bisschen Zeit und gehen wir noch. Achso, Leute, sag ich jetzt. Was? Warte mal noch, kann ich noch kurz was sagen? ja, wir haben einen anderen Spieler. Tim Bioshock, Infinite und Tomb Raider, muss ich gucken, ob ich morgen dann nochmal aufnehme. Und nochmal hochlade. Weil ich wahrscheinlich auch vom 1. oder 30. Wie lang? Wie viele Tage hat nochmal Dezember? 31 oder 30? 31. 31. Dass ich wahrscheinlich am 31. oder 30. Urlaub wahrscheinlich fahre. Wenn überhaupt. Ja. Was? Da kommt doch ein Spieler, da kommt doch ein Spieler. Wo? Da kommt doch ein Spieler. Da. Zwei. Scheiße. Wir sind am Arsch. Wie macht man High Five? F1. Oh Mann. Spielerversammlung auf dem Flugfeld, ey, wen wundert's? Der Wus, Leute. Wie redet man nochmal? Umschalt. Hast du. Nein. Hold it on the ground, please. Nein, ich bin ja gewissen, Harry. Ist es jetzt den ja ernst, oder? Ja, wie ist das? Das, ey, Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Ohne Scheiß, wie ich solche Leute hasse, ne? Wie lädt man sich nochmal hin? Nein. Y. Nope, that sends you a clear message. There we go, one left and you live. Geh dich einfach hin. Boah, ich es hasse diese solche dummen Wichser, ne? Mein Name. You're a fucking son of a bitch, man. Displayer in blaue, Looper, der ist AFK. 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 Fucking son of a bitch. You dead yet? Scheiß, man. No kill this player. He's off. He's AFK. AFK. I won. Boah, Mirko, ja, der tötet ihn trotzdem. Der tötet ihn. Yay! Tot! Ja, Johnny, respawn. Yay! Ey, ohne Scheiß, man. Jeder. Wo spawn ihr jetzt, da wo er gestorben ist? Jeder beschissene Spieler, der irgendeine Schusswaffe hat, Alter, fühlt sich wie der Oberboss, ne? Ohne Witze, wie ich solche Leute hasse, ich echt ohne Ende. Halt deine Fresse, du Sau. Wir lassen uns in Ruhe, ne? Ja, jetzt! Toll! Congratulations! Bin gerade am Respawn. Toll! Wo?
Yes. Wo ist das? Kannst du zu mir kommen? Warte. Ich muss jetzt mal wieder den Server erstmal verlassen und nochmal neu betreten. Ja. Das ist auch noch so ein Problem, Leute. So, wo bin ich jetzt? Wo bin ich? Bin? Bleib mal besser auf dem Boden liegen. Tscherno. Bin Tscherno. Und jetzt ist der Server down! Alter, nicht euer Ernst. Ja, komm, lass nochmal auf den Frankfurt-Server, der wird jetzt wohl. Nacht sein. Immer noch. Wird ja überall Nacht sein. Das ist dumm. Warte. Mal schauen. Ja. Unbedingt. Ein Gucken, der Tag hat. Ich kann da mal gucken. Ups. Bin raus. Nee, hier ist Nacht. Hier ist Nacht. Das ist Alpha. Ich guck gerade, ne, war Großbritannien. Ich guck, ob ich nochmal nach innen. Ja, bei mir ist hier ist auch Nacht. Ja, das sind Großbritannien mit wenig Spieler erstmal. Großbritannien mit wenig Spieler. Psst, alles zu grunzeln, dass so viele Leute drauf. Da war doch einer. Großbritannien? Ist ja eigentlich egal, wie viele Spieler, oder? Wenige, ne? Hauptsache Tag und guter Ping. Einer mit 12 Spieler. Auch was geil wäre, wenn man irgendwie mit einer Waffe, wenn man sie von hinten anstreicht, The One-Hit-Kill machen könnte. Ja, ich bin mal hier jetzt. Also, ich lege, ne, das ist gut, kann er hierher kommen. Jo. Ist der Tag? Jo, ey, Großbritannien wieder. Gut. Was geil, was ich ja geil finden würde, wenn man zum Beispiel einen Schraubenzieher oder so hat und sich von Gegnern hinten anschleicht, dass man auch irgendwie auch so One-Hit machen könnte. So, wieso kann ich nicht mehr? Die Frage, wo bin ich und wo seid ihr? Ich bin immer noch da, wo wir waren. Mir gerade alles zugehört. Das ist mir klar. Nee, Johnny. Nein. Was geil wäre, wenn man irgendwie, wenn man so einen Schraubenzieher hätte, hat, oder allgemein ein Messer so, der einfach von Spieler hinten anschleicht und den dann von hinten tötet. So mit Gele durchschneiden und so. Relativ. Ja, schon ziemlich geil. Toll, ey, wegen so behinderter Fuckkinder, Alter, ohne Scheiß. Weil sonst hätte ich nämlich den einen zumindest gerade perfekt von ihm töten können. Weil der stand genau vor mir. Okay, ich bin jetzt hier an einem großen Berg. Wo ist bei dir die Küste? Ich bin direkt an der Küste, das weiß ich also. In welche Richtung laufst du von der Küste? Wenn du Küste bist, siehst du dann eine Insel? Eine ganz kleine. Ne, eine ganz große. Ne, eine ganz kleine. Oh Mann, wie beschissen ist das jetzt, Alter. Jetzt wird man schon wieder. Johnny? Ja. Du bist dann in Kamishovo? Wahrscheinlich, ne? Oder? Oder? Warte, ich guck mal nach. Große Insel. Kann das also sein? Könnt ihr auch zu mir kommen oder geht das nicht? Mal schauen. Ja, muss gerade gucken. Gerade eben wäre ich ja bei Tscherno gewesen, aber da bin ich jetzt nicht mehr. Bin ich gerade genau auf dieser Dings da, dieses Dings, dieses ein Land sogar, die bei diese Kroti Cap. Ja, dann weiß ich schon mal, wo du bist. Ich bin immer noch da, wo wir vorhin waren. Ja, kurz noch auf dem Flugfeld, toll. Das ist in Tschernobyl. Ey, Johnny. Ja? Ich bin da, wo der Leuchtturm da. Von heute Mittag, wo du warst. Ja, der war nicht in der Nähe von. Warte. Der ist immer direkt in der Nähe. Der ist ziemlich in der Nähe von dir, ja. Ich hab einen M4-Aufsatz. Das ist ja eigentlich unnötig. M4 Carry Hand. Beißt erstmal, ja. Ja, das ist Hamburg. Okay. Wenn wir eine M4 finden, vermisst es irgendwann. Und Johnny hat heute Mittag zwei M4s gefunden. Ich bin gerade hier in so einem Militärgebiet, glaube ich.
Ja, das ist anscheinend Militärstützpunkt, wo du gerade bist. Da ja, findest du mal, alles, ich... was irgendwie. Ich guck mal, ob ich irgendwas Gutes finde. Ich bleib besser mal geduckt. Ich habe keine Lust, von irgendwelchen Spaten wieder abgeknallt zu werden. Hier liegt einfach nichts. Ich geh mal den Leuchtturm hoch, ne? Ich bin oben auf dem Leuchtturm. Hä? Ich bin oben auf dem Leuchtturm. Was? Echt jetzt? Ja. Schalldämpfer? Wo denn? Vier Handgurt Plastik. Bist hier gar nicht. Hä? Du bist hier gar nicht. Ich lauf da immer. Leuchtturm rum. Taschenlampe braucht ihr keiner von uns, ne? Bist du oben auf dem Leuchtturm drauf? Ja. Das sind überhaupt unterschiedliche Leuchtturm. Oder unterschiedliche Server. Warte mal, ich guck mal nach. P. Nee, also ich glaube nie, das ist bei mir drauf. Ja, ich guck mal B. Wenn ich da bei euch da stehe, dann bist du mal bei alle gleich. LB und Johnny. Ja, das ist ja schon mal richtig. Oh, das ist doch nicht der Leuchtturm. Warte, da hinten ist Elektro. Ja, bei mir ist der Elektro nicht in der Nähe. Doch, bei dir muss... Wenn du in... Grotolkop... Also vom Leuchtturm aus sehe ich Elektro. Ich hab nicht gesehen. Also ich würde mal nur sagen, Nils, ne, ich bleib lieber mal da, wo ich bin, ne? Am Flug. Oder? Das dauert aber, bis wir am Flugfeld sind. Geh mal rüber, ich schwimme mal rüber. Ich sehe nicht Elektro. Ich sehe so ein kleines Dorf. Ich sehe Elektro. Wenn ich jetzt direkt hier vom Leuchtturm aus direkt übers Meer schaue, dann sehe ich direkt Elektro. Aber wo ist jetzt der verflixte Johnny? Mann, der Militärstützpunkt ist ja nichts. Weißt du, auf dem anderen Server waren nur 11 Leute oder so und die finden uns genau. Vielleicht auch nur Zufall. Ja, einfach weil wir auf dem Flugfeld waren und das Flugfeld einfach ein sehr beliebter Plünderort ist. Wieso haben sie dich dann getötet? Ich weiß es nicht. Hätte ich hinlegen müssen, hat er gesagt, ne? Hätte das deutlicher ausdrücken müssen, die dumme Sau, Alter. Boah. Ich hab mich deswegen extra hingelegt. Ey, ich hasse solche Spieler, ey, ne? Die sagen dann, ja, leg dich auf den Boden, dann machen wir da nichts. Und dann wollen sie, dass du dein gesamtes Inventar hier auf dem Boden legst. Und dann, ciao. Dann hauen sie ab und lassen dich so zurück. Wunderbar. Ja. Was ist ein Chest Holster? Waffenhalter. So ein Waffengürtel. Ja, habe ich jetzt an. Geld gefunden. Was? Geld. Geld? Geld. Achso. Ich gehe erstmal da hinten was trinken. M4 Handcord MP, was ist das? Nehme ich Ammo lieber mit. Irgendein Aussatz, glaube ich, für die M4. Da bin ich aber auf... Da hält man nochmal auf die Leiter. Ah, jetzt hat das gemacht. Hier oben vielleicht ein Sniper, so noch ein Waffenhalter. Weil hier oben ist einfach nichts. Einfach mal dauerhaft Trinkwasser drücken. So, das müsste dann mal reichen. Für die nächsten paar Minuten. Könnt ihr trotzdem zum Flugplatz kommen? Nein, wir brauchen erstmal ein bisschen Ausrüstung. Ich würde jetzt gern erstmal den Johnny finden. Du
bin gerade in der Haustonne. Also ich suche auch schon auch Ausrüstung. Aber keine Ahnung, guck gleich mal nach, wie das Dorf hier heißt. Also wenn wir eine M4 haben, die könnten wir eigentlich sehr gut ausbessern, ne? Weil ich habe da jetzt M4 Carry Handle Optics. Dann habe ich glaube ich Schalldämpfer. Tony, ich laufe mal auf der Straße, ne? Ey, man kann sich doch eigentlich M4 zusammenbauen, oder? Kein Plan. Weil ich habe doch einzelne Plan. Teile. Überhaupt das eine keine Teil ist, habe ich das wie heißt das? Keine Ahnung, wie das jetzt heißt, aber das, wenn ich es wüsst, weil ich könnte mir schon fast in die Zusammenbau theoretisch gesehen. Brauchst du bestimmt irgendwie Werkzeug noch dazu? Ja. Johnny. Ja. Ist bei dir bei der Stadt irgendwie eine Brücke? Nein. Sicher? Ja. Bei mir war es auch keine Stadt, bei mir ist ein Dorf. Von mir aus ein Dorf, mir egal. Unterschied. Unterschied. Ja, wenn ich mich auf der Map. Es dauert noch ein bisschen, bis ich mich hier auf der Map auskenne. Ich kenne mich auch noch nicht aus. Ding. Das ist doof, dass man manche Sachen eigentlich verliert. Ich hab einen Schlitten. Also besser gesagt, eine Rohrzange. Wieso ist in diesen Militärzelten einfach nichts drin? Nicht mal eine M4 oder sowas, was ist da los? Liegt da noch was? Scheiße! Was ist Starving nochmal? Verhungern. Oh, ich brauch was zu essen, scheiße. Das war ganz schnell. Fuck. Wo ist denn diese Hütte? Ich brauch was zu essen. Ich brauche jetzt erstmal was zum Bandagieren. Warum? Weil ich gerade vom Zombie angegriffen werde. Und ich habe weder einen Baseballschläger noch irgendwas anderes, sondern nur meine pure Aura. Deine pure Aura? Meine Aura. Oh, der T ist natürlich tödlich. Ich bin gleich tot. Alter! Zombie. Hey, ich bin auch gleich tot, wenn das hier... geht doch. Der lebt ja immer noch! Also ich hab hier jetzt eine Rohrzange. Ja, freu dich. Alter, wie lange dauert denn das, so ein Zombie wirklich, also zu Tode zu prügeln? Gesundheit. Oh, Alter, ohne, ich sterb jetzt, ne? Ich sterb... Sag mal! Ey, hallo? Ich finde, hier wird man sehr schnell hungrig. Ich finde, hier stirbt man sehr schnell. Wenn man keine Waffe hat. Alter, als ob! Ja, toll. Ja, jetzt der Zombie tot, wo ich schon halb am Verbluten bin. Und das ist dann eigentlich schon ein richtig guter Abschied für die Folge, finde ich. Cool, ich bin jetzt einfach mal durch den Zaun durchgerannt, gesprintet, was weiß ich. Einmal so schlecht. Nice, also. Ich könnte ja auch einfach mal was zu essen finden. Boah, oder Alter, auch eine Waffe. Ohne Scheiß, ich blute so extrem stark, ne? Das ist so. Nicht mehr normal. Fazit heute in der heutigen Folge. Haufenweise Zeug gefunden. 30 Dauerte Server wechseln. Gefangen genommen worden. Erschossen worden. Neu geladen. Von Zombie geduldet worden. Das ist das Fazit. Aber alles in allem, heute der erste Tag, wo wir DayZ Standalone gespielt haben. Und muss ehrlich sagen, das Spiel bockt schon ein bisschen. Bockt sich auf jeden Fall. Ohne Scheiß. Ja. Ist zwar Alpha, aber. Es wird auf jeden Fall besser. Und das Spiel wird nicht billiger, wie es jetzt ist. Wird teurer. Es ist einfach.
es wird nur noch teurer, wie jetzt in der Alpha, und man kann nur sagen, trotz dass es immer noch eine Alpha ist, ist es einfach extrem geil. Und ich kann jetzt einfach nur noch sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr die weiteren DayZ-Videos von uns nicht verpassen wollt, dann lasst noch ein Abo da. Wir freuen uns über jedes Daumen hoch, wir freuen uns über jedes Abo. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet demnächst dann wieder ein, wenn es heißt Let's Play DayZ. Und natürlich. Dann sage ich jetzt mal, verabschieden wir uns. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Jungs von Maputo LPs. Tschüss. Boah, boah. Automusik. Tschüss.